Oh Junge, abends 10 Uhr. Das Erste, was man machen kann. Ein gesundes, energiehaltiges Erfrischungsgetränk. So kann der Abend beginnen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe zumindest das eine Fenster mal aufgemacht, weil es doch sehr, sehr warm ist und ein bisschen frische Luft. Beste Idee ever. Dann sehe ich nicht ganz so rotstichig aus. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich gerade in den Himmel gucke. Wenn ich auf den Boden gucke, bin ich wieder rot. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera automatisch einen Weißabgleich hat. Sowas wäre vielleicht mal eine Idee, oder? Ansonsten bleibt ja immer noch die Variante mit Licht, was kommt von vorne. Aber keine Ahnung. Oh, schauen wir mal. Gut, nachdem wir das abgehandelt haben, ist ein bisschen merkwürdig. Ich nehme auf, während morgen erst eine Folge kommt, die ich vor einiger Zeit aufgenommen habe. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, zu wissen, dass jetzt in diesem Moment, wo diese Aufnahme hier stattfindet, da unten. Da unten steht's. Da, wo der Mauszeiger wackelt. Da steht's. Zu diesem Zeitpunkt nehme ich auf. Das heißt, morgen kommt eine Folge von der vorherigen Aufnahmesession. Es fühlt sich komisch an. Naja, gut. Dafür sind Aufnahmesessions da, dass man kontinuierlich Videos hat und alles weitere gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie laut ich reden kann, dass die Nachbarn nicht mich hier hören. Mich nicht hören. So rum. Das wäre ja schon ein bisschen unangenehm, ne? Da redet er mit sich selber. Du bist ja völlig bekloppt geworden. Ja, gut, wisst ihr Bescheid. Wir machen hier eben erstmal so ein bisschen Aufräumen, arbeiten im Wald. Hier ist irgendwie noch, ne? Hier ist eine Lichtung, da machen wir nochmal einen hin. Vielleicht wächst der ja tatsächlich noch. Aber ansonsten, warte, ich höre irgendwie. Für euch keinen Unterschied, aber ich würde auch gerne was hören. So. Was wir auf jeden Fall später dann noch machen müssen, diese Geschichten hier, dass wir da überall schön was drunter pflanzen. Dass dann da auch der Stamm bis auf den Boden geht. Ach, da hinten ist auch noch einer versteckt. Ja. Kommt man natürlich nicht ran, natürlich nicht. Nochmal wieder runterlaufen. So. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Ansonsten, ich nehme auch auf, ne? Ja, ich nehme auch auf. Sehr gut. Auch im Homeoffice fangen die Tage früh um 7 an. Ist nicht so geil. Gerade wenn man da noch aufnehmend, ne? Aufnehmen möchte. Oder aufnimmt. Je nachdem, der wird eh nicht wachsen. Je nachdem, wie man es ausdrucken möchte. Meine Güte. Ich bin immer noch völlig fertig von der Arbeit. So, ach, wir haben sogar noch ein bisschen Zeug. Hatte ich da irgendwas mit vorgehabt? Ich weiß das gar nicht mehr. Für euch ist es eine Woche her, für mich ist es länger her. Nicht ganz einen Monat, aber schon eine Weile. So, der wird auch nicht wachsen. Der wird auch nie wachsen. Ja, gut, hier lasse ich mal noch ein bisschen frei. Da kommt ja noch der Turm hin. Gucken, vielleicht bauen wir den ja in dieser Aufnahmesession. Nach der Höhlentour, wie wär's? Mal wieder ein bisschen Bäume. Material, Bäume. Ein bisschen bauen. Material haben wir. Den ganzen Technikkram. Schauen wir mal. So ist hell. So ist dunkel. So sieht's in der Vorschau gut aus. Naja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir vielleicht mal hier so ein bisschen zumindest anfangen, den Turm zu bauen. Gott, hoffentlich habe ich das noch richtig in Erinnerung. Aber dann können wir nämlich danach auch diesen Weg hier dann irgendwie mal zu diesem Turm hinstängeln lassen.
Hier ging es, glaube ich, zu einer Höhle, ne? Oder zu so einem Abstieg hier, genau. Und hier war dann Sackgasse. Ja, aber den Weg so in der Form, den müssen wir natürlich auch irgendwie weiterführen in den Wald. Der muss noch schöner beleuchtet werden. Und dann geht ein Weg eben hier in die Richtung. Und der andere Weg, ja, hier ist halt Grundstück. Und der andere Weg, der fängt dann hier hinterm Grundstück irgendwo an oder so. Das sind hier sich durch den Wald schlängelt nach da irgendwo hin. Und dann gabelt der einmal ab und geht dann hier zur Richtung des Turms. In Turmrichtung. In Richtung des Turms. Ah, da fällt mir an, wir können gar nicht bauen, weil wir Holz brauchen. Das ganze Holz, das haben wir ja verbraten. Und ich würde jetzt hier ungern irgendwie diesen Wald attackieren. Ich gucke mal eben unten in der Kiste, ob nicht vielleicht doch noch irgendwas da ist. Schauen wir mal. Links Holz? Nein. Gut, links Blätter? Ja. Tür auf. Danke. Ja. Leute auf der Straße. Ich weiß schon, warum ich Fenster immer zumache beim Spielen. Nur ein bisschen Zaun noch. Brauchen wir den für den... Den brauchen wir eigentlich für den Weg nur, ne? Na gut, wir nehmen mal ein bisschen Kobbeln mit. Wollen wir den gleich brennen. Dann... Was war hier noch für Holz? So keins, was wir irgendwie wirklich benutzen müssen. Bisschen Öko-Kram noch. Hier ist noch... Da ist auch nichts drin, was wir brauchen. Da ist auch nichts drin. Hier ist was drin, was wir brauchen. Die brauchen wir tatsächlich nicht. Eventuell kurz für den Keller unten, dass man... Also Keller von dem Turm, dass man den so ein bisschen einmal geschwungen dann runterleiten kann. Hier brauchen wir, ja, 8 Stück von... Ja, ich nehme sie mal mit. Ja, und hier kommen, nehmen wir auch mal einen von mit. Passt schon. Nur Holz. Holz brauchen wir noch. Wir können ja mal da hinten gucken. Guck mal, hier haben wir auch noch einen Riesenberg. Den würde ich da natürlich jetzt ungern irgendwie zerstören. Aber ich weiß, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass dahinter Wald war. Das heißt, mit der halb angebrochenen Axt gehen wir jetzt einfach mal da hinten hin. Also dahinter, da. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen... Ist natürlich super, dass es jetzt Nacht wird. Ob wir da vielleicht ein bisschen Holz uns holen können. Man sieht das Problem. Die Wellen stehen zwar und sind sehr weit, aber an einigen Stellen sind sie halt auch sehr nah oben am Rand. Das heißt, dieser komische Ab... oder der komische... Der kleine Absatz ist halt nur optisch und auch nur da hinten irgendwie so ein bisschen sichtbar. Ich guck mal, ob ich mir das vielleicht wirklich irgendwann mal anpasse, dass man das vernünftig sehen kann, weil ins Spiel bzw. in die Engine selber wird das wahrscheinlich niemals reinkommen. Von daher... Naja. Es war ja mal drin. Es war mal drin. Ja, aber es wurde entschieden, es rauszunehmen. Und wir gehen da hinten runter. Ich glaube, irgendwie in einer oder in zwei Versionen war es tatsächlich drin. Ja. Da kommt man hoch. Hoffentlich. Ja, ja, es sieht okay aus. Irgendwo... Komm, spring, Junge, spring! Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Ich kann zu halb.
Problem hatten wir, glaube ich, schon mal, dass man da nicht rüberkommt, ne? Wenn hier alles zugewachsen ist. Genau, da geht's wieder runter. Warte mal. Upsa. Nicht mein Wasser. Ja, komm. Gut, wir müssen hier zumindest nirgendwo hin. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Guck mal hier. Hier kommen wir hin. Das sah von unten so einfach aus. Aber ich glaube, genau das habe ich damals auch erzählt. Naja, wir bauen uns hoch, wir bauen uns rüber. So. Wenn man dann hier hinten guckt. Hier ist alles voller Wald. Und der ganze Wald zieht sich auch hinten um diesen Hügel noch rum. Das weiß ich ganz genau. Da sind wir damals auch gestartet, als ich die Welt hier noch im Stream irgendwann mal angefangen habe, ne? Da sind wir auch im Wald gespawnt das erste Mal und der Platz, den wir jetzt haben, ist gar nicht so weit von dem Wald entfernt. Und das hier war unser Anfangsstartwald irgendwo, ich glaube. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo da in der Richtung. Upsa. Kann auch sein, dass dahinter noch irgendwo, dahinter irgendwo noch war, aber das soll uns mal egal sein. Wir brauchen eigentlich nur ein bisschen Holz und das würde ich sagen, holen wir uns mal hier. Ja. Gucken wir mal, was die Mod in freier Wildbahn so kann. Genauso viel. Na doch, hier geht's weiter. Also es klappt wesentlich besser anscheinend, wenn die Bäume ein Stückchen auseinander sind. Gucken wir mal, was hier passiert. Und plötzlich ist er weit weg. Ich weiß noch, auf dem Blockliebe-Server damals hat irgendeiner mit, ich glaube, einer Säge von Technik auch irgendwie in unserem Wohngebiet, Hauptgebiet, alle Baumkronen abgesäbelt. Naja. Ne? Man kann es hier zum Glück relativ leicht unterbrechen, indem man dann einfach nochmal irgendwie Shift drückt. Und das machen wir jetzt so lange, bis die Axt weg ist. Einmal einfach so, weil es geht. Und einmal, damit wir ein bisschen auch verschiedenes Holz haben. Gut, die gehen wesentlich schneller. Und wir brauchen Holz für den Turm, also von daher. Na, so richtig. So richtig zieht es aber nicht an, ne? Ach, ich bin voll. Warum bin ich... Warum? Ach so, wegen der Blätter, ne? Komm, die scheiß Blätter, die lassen wir mal hier. Nee, wir nehmen sie mit und wir nehmen den anderen Kram auch mit. So. Wir sind ja gleich durch mit der Axt. Schon wieder voll. So, sieht schön aus. So, so. So, so. Und wir kriegen Setzlinge für unseren Wald. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Die ist jetzt Kahlschlag. Hier könnte man dann tatsächlich eine Holztoilette hinbauen, oder? So. Also man muss anscheinend tatsächlich nicht halten. Ich glaube, das war mal mit halten. Man löst es einfach aus, lässt die Taste los und läuft dann so ein bisschen in die Richtung, wo man es dann haben möchte anscheinend. Na gut. So. Und es geht natürlich wesentlich bequemer tatsächlich als mit Handarbeit. So.
Müsste jetzt eigentlich die letzte Bombe sein. Ich glaube, mehr hält dann die Hacke und die Axt auch nicht aus. Ja, voll, so ein bisschen. Alles weg. Einen halben Wald abgeholzt. Gucken wir mal, wie weit sie tatsächlich noch reicht. Oh, ich bin schon wieder. Meine Güte, da regnet's Blätter. Gucken wir mal, ob wir die noch alle mitbekommen. Die Hacke hält immer noch, ne? Die Hacke, die Axt. Erstaunlich lange. 60. Meine Güte, dann kriegen wir es ja doch vielleicht sogar fertig. Na. Ja. Ich entsorge dann doch mal ein bisschen was. So. Wer dir gelingt, hat ein Häppchen essen. Und... zu. So. Das despawnt ja hoffentlich irgendwann. Vermute ich. Hoffe ich, glaube ich. Doch, tut's. So. Ja, jetzt ist sie hinüber. Machen wir die hier auch noch eben kurz. Ups. Dauert dann natürlich einen kleinen Moment hier länger mit der Hand. So. Ja, hier ist jetzt ein Loch. Und wir werden nie wieder hinkommen. So. Ach, guck mal hier, der Kaktus. Der Kaktuswürfel. Ah, ein bisschen noch. Ah. Gut, dann. Einmal hinüber. Machen wir hier mal ein bisschen Cobblestone. Ein bisschen Cobblestone brauchen wir auch noch. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das hin. Ich habe den ein einziges Mal vorgebaut. Aber ja, sollten wir eigentlich hinkriegen. Also da. So, letzte Chance nochmal abzählen eben. Na, passt. Und hier natürlich zwei hin. So, dann. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich räume kurz das Inventar auf. Wir brauchen auch noch Erde. Na. Ach, hier oben können wir auch reinschmeißen, ne? Zack. Zack. Na, ich glaube, die waren nicht definiert. Aber die hier. Dran damit. So viel brauchen wir dann auch nicht. Die Setzlinge, da gucken wir gleich mal. So. Dann machen wir nämlich eben kurz mal ein bisschen Aufforstung. 60 Setzlinge haben wir jetzt ja wieder. Ach ja, das war der Lichtungssetzling, genau. Ich habe ja gesagt, ich platziere die einfach random irgendwo hin. Ob das dann auch so funktioniert oder wie viele Lücken dann da entstehen, das ist dann die andere Frage. Das Gute ist ja, wenn es nicht funktionieren sollte, dann nehmen wir uns sonst einfach wieder mit. Wie gesagt, den Turm, den lasse ich nochmal so ein bisschen außen vor. Gucken wir mal, wie wir den da nachher irgendwie
Einwalden. So. So, hier vielleicht in die Fastkante noch einer hin. So. Nein, auch nicht besser. So. Gut, das passt soweit. Das ist vielleicht ein bisschen nah dran. Wie gesagt, da gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein kleines Grundstück drumherum bauen oder sowas. So, dann haben wir das auch raus im Inventar. Dann erstmal ein Schlückchen Erfrischungsgetränke. Naja. Upsa. So. Das ist inzwischen alles unten, ja. Ja. Irgendwann mal. Gucken wir nochmal. Ja gut, Blätter werden schon da gewesen sein. Erde. So. Das Holz, das hat geklappt. Und es müsste hier irgendwo ein. Ach, guck mal, hier sind noch mehr Apfelbaumsetzlinge. Gut, wir hatten was anderes vor. Wir hatten. Ah, hier sind die unkonfigurierten Blätter. Wir hatten was anderes vor. Ich lasse die Setzlinge da jetzt mal drin. Ach, komm, ey. Wir wollten ja einen Turm bauen. Gut, von denen werden wir noch welche brauchen. Dann werden wir von... Nee, das alles andere war relativ normal. Und natürlich, pünktlich zum Bauen wird es wieder Nacht. Wie sollte es anders sein? Wo muss denn nichts hin? Hier muss nichts hin. Machen wir hier eben mal ein bisschen Licht um die Baustelle. So. Upp. 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 Nee. So. So, gut. Dann haben wir zumindest ein bisschen Licht beim Bauen. Das ist doch auch schön. So, zuallererst brauchen wir Treppen. 8 Stück werden wohl nicht reichen, aber gut, wir gucken mal. So, der Eingang wird hier sein. Okay, das bedeutet... dass diese hier... Ich weiß es nicht mehr und ich würde ungern nachgucken, weil ich Angst habe, dass die Aufnahme dann irgendwie Probleme macht. Dann würde ich sagen, planen wir das Ganze einfach mal neu. So, Eingang kommt auf jeden Fall hier hin. Der wird auch offen sein, das wird kein Turm sein, der zur Verteidigung dient. Der ist einfach nur irgendwie, der hat ein Tor. Das heißt, das kommt auf jeden Fall wieder weg. Dann kommt hin und hin. Ja, es ist so, wie es ist. Hin und hin. Hin und hin. Natürlich nicht. Diese Motte, ey. Denn das habe ich hier extra schon Licht gemacht. So. 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 Und war das so? Ach, wir wollten es ja eh neu machen. Das bedeutet. So.
mal überlegen. Der Torbogen war doch so. Sieht irgendwie falsch aus, ne? Das Problem ist, dieser Torbogen, da kommt auch noch irgendwann mal was dazu. Wir wollen ja auch irgendwann, beziehungsweise will ich irgendwann auch nochmal eine Burg bauen. Irgendwo hinten da auf dem. Da hinten da auf dem Hügel oben. Dafür habe ich ein Design auch schon mir ausgedacht und das funktioniert so ähnlich mit den Torbögen. In dem Fall machen wir es aber oben zu. Ja. Ist ein kleiner Torbogen. Dann muss das Ganze theoretisch 3, 4. Ja, es muss. Es muss. Es muss einfach. Es muss einfach. Ja. Wir können ja hier auch so eine. Eine kleine Rundumtreppe bauen. Wir müssen eh. Ne, wir ziehen irgendwo, ziehen wir einen Zwischenstockwerk rein, da kommen wir dann eine Leiter hoch, dann passt das dann schon, aber erstmal müssen wir uns so behelfen. So, da kommt ja auch noch einer hin. Ah, hier kann man dann Erde hinmachen. Erde. Ach, where? Ja, genau. Also im Creative-Modus ist das alles wesentlich einfacher. So. Dann kommen Treppen. Treppe, Treppe, Treppe. Ja, hier kommt. Ja. Und nochmal neue Treppen. Ah, hier kommt auch. Treppe, Treppe, Treppe. So, dazwischen kommen Slabs, und zwar nicht zu knapp. Die brauchen wir ja weiter oben, glaube ich, auch nochmal. Ja. Ja. Und hier ist halt der Torbogen, das heißt, hier geht nichts. Dann haben wir den Replacer dabei. Ja, wir haben den Replacer dabei, sehr gut. Dann kommen Treppen, sag ich. Slabs. Shift-Rechtsklick und Rechtsklick, ne? So, und so. 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 Und oben drüber. Es ist warm unter diesen Kopfhörern. Unglaublich. Oben drüber kommen. Oben drüber kommen Treppen. Auch natürlich wieder in der dann richtigen Ausrichtung. Wir brauchen den Schraubendreher wieder. So, Shift-Rechtsklick und dann gucken wir mal, dass wir von oben die Treppen dann draufsetzen.